Hallo Leute, ich bin Daniel, euer Deutschlehrer von Like Germans. Im heutigen Video sehen wir David, der mit seiner Freundin Schluss macht. Schluss machen auf Deutsch ist, wenn man sich von jemandem trennt. Schaut euch das Video bis zum Schluss an. Es gibt wie immer eine Quizfrage für euch, um zu testen, ob ihr auch alles verstanden habt. Und wenn euch die Geschichten gefallen, wir haben ein Buch auf Amazon online, German Easy Reader for Beginners. Link in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Ich muss heute unbedingt mit meiner Freundin Clara sprechen. Ich muss heute unbedingt mit meiner Freundin Clara sprechen. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass mir die Beziehung nicht mehr gut tut. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass mir die Beziehung nicht mehr gut tut. Clara und ich, wir passen einfach nicht zueinander. Wir wollen komplett unterschiedliche Dinge im Leben. Clara und ich, wir passen einfach nicht zueinander. Wir wollen komplett unterschiedliche Dinge im Leben. Ich will rumreisen, Risiken eingehen und Dinge erleben. Clara denkt nur an ihre Karriere. Für sie gibt es nichts Wichtigeres als ihre Arbeit. Ich will rumreisen, Risiken eingehen und Dinge erleben. Clara denkt nur an ihre Karriere. Für sie gibt es nichts Wichtigeres als ihre Arbeit. Deshalb macht es auch keinen Sinn, die Beziehung weiterzuführen. Früher oder später werde ich schon jemanden finden, der zu mir passt. Deshalb macht es auch keinen Sinn, die Beziehung weiterzuführen. Früher oder später werde ich schon jemanden finden, der zu mir passt. Ich hoffe, dass Clara meine Entscheidung verstehen kann und dass sie nicht traurig ist. Ich hoffe, dass Clara meine Entscheidung verstehen kann und dass sie nicht traurig ist. Auch wenn ich mir keine Beziehung mehr mit ihr vorstellen kann, habe ich nie damit aufgehört, sie von ganzem Herzen zu lieben. Auch wenn ich mir keine Beziehung mehr mit ihr vorstellen kann, habe ich nie damit aufgehört, sie von ganzem Herzen zu lieben. Aber es führt kein Weg daran vorbei, mit ihr Schluss zu machen. Ich muss ehrlich zu ihr sein. Desto schneller wir uns trennen, desto besser. Aber es führt kein Weg daran vorbei, mit ihr Schluss zu machen. Ich muss ehrlich zu ihr sein. Desto schneller wir uns trennen, desto besser. Ich kann es nicht mehr länger hinausschieben. Das Ganze belastet mich auch sehr. Ich werde Clara jetzt anrufen und sie fragen, ob wir uns heute treffen können. Ich kann es nicht mehr länger hinausschieben. Das Ganze belastet mich auch sehr. Ich werde Clara jetzt anrufen und sie fragen, ob wir uns heute treffen können. Hallo Clara, hier ist David. Ich würde gerne mit dir sprechen. Hast du heute Abend Zeit? Hallo Clara, hier ist David. Ich würde gerne mit dir sprechen. Hast du heute Abend Zeit? Hallo Schatz, für dich habe ich immer Zeit. Wir können uns gerne heute Abend sehen. Hallo Schatz, für dich habe ich immer Zeit.
Wir können uns gerne heute Abend sehen. Perfekt. Dann lass uns doch im Westpark eine Runde spazieren gehen. Was denkst du? Perfekt. Dann lass uns doch im Westpark eine Runde spazieren gehen. Was denkst du? Das können wir machen. Ist alles okay bei dir? Du hörst dich irgendwie so nervös an. Das können wir machen. Ist alles okay bei dir? Du hörst dich irgendwie so nervös an. Ja, es ist alles okay. Ich erzähle es dir später. Schaffst du es, in einer Stunde dort zu sein? Ja, es ist alles okay. Ich erzähle es dir später. Schaffst du es, in einer Stunde dort zu sein? Das müsste ich schaffen. Dann bis gleich. Ich freue mich schon darauf, dich zu sehen. Das müsste ich schaffen. Dann bis gleich. Ich freue mich schon darauf, dich zu sehen. Alles klar. Bis gleich, Clara. Alles klar. Bis gleich, Clara. Ich werde jetzt die Beziehung mit Clara beenden. Ich werde jetzt die Beziehung mit Clara beenden. Hallo Clara, danke, dass du so schnell Zeit gefunden hast. Hallo Clara, danke, dass du so schnell Zeit gefunden hast. Natürlich, Schatz. Über was wolltest du denn mit mir sprechen? Natürlich, Schatz. Über was wolltest du denn mit mir sprechen? Ich bin mir nicht sicher, wie ich es dir erzählen soll. Ich will dich auf keinen Fall verletzen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es dir erzählen soll. Ich will dich auf keinen Fall verletzen. Was ist denn los? Du machst mich auch nervös. Was ist denn los? Du machst mich auch nervös. Also, ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken über unsere Beziehung gemacht. Dabei ist mir etwas aufgefallen. Was meinst du damit? Was ist dir aufgefallen? Was meinst du damit? Was ist dir aufgefallen? Ich habe gemerkt, dass wir einfach nicht mehr so gut zueinander wie früher passen. Wir wollen komplett unterschiedliche Dinge im Leben. Ich habe gemerkt, dass wir einfach nicht mehr so gut zueinander wie früher passen. Wir beide wollen komplett unterschiedliche Dinge im Leben. Was meinst du damit? Ich will mit dir zusammen sein und du mit mir, oder nicht? Was meinst du damit? Ich will mit dir zusammen sein und du mit mir, oder nicht? Es tut mir leid, Clara, aber ich glaube, dass es an der Zeit ist, unsere Beziehung zu beenden. Es tut mir leid, Clara, aber ich glaube, dass es an der Zeit ist, unsere Beziehung zu beenden. Ich verstehe das nicht. Gestern war doch noch alles okay. Und heute willst du nicht mehr mit mir zusammen sein? Woher kommt dieser Sinneswandel? Ich verstehe das nicht. Gestern war doch noch alles okay. Heute willst du nicht mehr mit mir zusammen sein? Woher kommt dieser Sinneswandel? Mir ist einfach aufgefallen, dass du immer als erstes an deine Arbeit denkst. Ich denke als erstes an Reisen und Erlebnisse. Kommt dir das nicht auch etwas komisch vor? Mir ist einfach aufgefallen, dass du immer als erstes an deine Arbeit denkst. Ich denke als erstes an Reisen und Erlebnisse. Kommt dir das nicht auch etwas komisch vor? Ich denke als erstes immer an unsere Beziehung, nicht an meine Arbeit. Und jetzt willst du die Beziehung einfach beenden. Ich denke als erstes immer an unsere Beziehung, nicht an meine Arbeit.
Und jetzt willst du die Beziehung einfach beenden? Es tut mir leid, Clara. Ich wollte dich nicht verletzen. Es tut mir leid, Clara. Ich wollte dich nicht verletzen. Dafür ist es zu spät. Es wird niemals wieder so werden wie früher. Dafür ist es zu spät. Es wird niemals wieder so werden wie früher. Ich weiß, dass es nicht einfach für dich ist. Aber ich werde nie damit aufhören, dich zu lieben. Ich denke nur, dass es für uns beide besser ist, die Beziehung an dieser Stelle zu beenden. Ich weiß, dass es nicht einfach für dich ist, aber ich werde nie damit aufhören, dich zu lieben. Ich denke nur, dass es für uns beide besser ist, die Beziehung an dieser Stelle zu beenden. Wie kannst du mich gleichzeitig lieben und so verletzen? Wie kannst du mich gleichzeitig lieben und so verletzen? Ich hoffe, dass du mir irgendwann verzeihen wirst. Ich würde gerne mit dir befreundet bleiben. Ich hoffe, dass du mir irgendwann verzeihen wirst. Ich würde gerne mit dir befreundet bleiben. Ich weiß nicht, David. Ich brauche erst einmal etwas Abstand von dir. Ich weiß nicht, David. Ich brauche erst einmal etwas Abstand von dir. Das kann ich verstehen. Nimm dir alle Zeit der Welt. Ich hoffe, dass du meine Entscheidung irgendwann verstehen wirst. Das kann ich verstehen. Nimm dir alle Zeit der Welt. Ich hoffe, dass du meine Entscheidung irgendwann verstehen wirst. Frage für euch. Was ist Clara laut Nico am wichtigsten? A. Die Beziehung, B. ihre Familie oder C. die Arbeit. Schreib einen Kommentar.